warte. Weißt du, wie viele Pisten waren im Rätselraum? 10, würde ich sagen. Warte kurz. Richtig, es gibt 15, 17 und 19. Wir probieren es aus. Warte, ich gehe in 15 und guck, ob ich sterbe. In 17. Okay, gut. Mike, du bleibst erstmal draußen. Okay, gut, ich bleib draußen. Meins war nicht richtig. Scheiße, scheiße, meins scheiße. Meins war richtig. Was ich geh zu du? Luca. Scheiße, Zeit für ein Spiel. Was? Oh gut, ich bin noch am Leben. Zeit für ein paar Spiele. Okay. Warte, ich leg mir erstmal pennen. In den Redstone rein. Nein, warte, leg erstmal, mach erstmal die Daytime und so. Scheiße, ich habe mich zu dir zu. Mach mal, Julian, mach erstmal Tag und so, weil ich erstmal Spawnpoint setzen. Ich meine, du meinst Nacht. Ich hab Angst. Time set. Ja, warte. Nein, das hättest du übrigens selber machen können. Egal. Okay. Reicht mir. Wo bist du jetzt reingegangen? Luca ist zu Redstone Run. Ich gehe zu Angel Action. Ich gehe zu Bogenschießen. Okay, was muss ich Warum machen? Warum ist es dir erlaubt zu craften? Okay. Okay, ich habe jetzt Bogenschießen und weiß nicht, was ich machen soll. Hä? Was muss ich hier machen? Weiß ich, glaube ich kann hier sterben. Was für ein Kack. Ey, lol, bei mir passiert. Okay, ich habe schon mal eine Kiste gefunden, glaube ich. Ja, ich habe jetzt einen Hebel. Mit dem Hebel kann ich was weiß ich auch immer machen. Oh lol, ich muss mit dem Bogen hier auf so, das ist richtig cool irgendwie. Ich kann uns Fische fangen, glaube ich, hier. Ich muss mit dem Bogen auf ein Dingsen schießen. Ich glaube einfach, das dass ich... Das ist voll geil mit Resistenz. Glaubt ihr eigentlich, dass ich nur den Schalter brauche, um wieder rauszukommen, oder dass jetzt noch irgendwas passieren wird? Kann man aus Stein und Kohle irgendwas Besonderes machen? Nein. Nicht wirklich. Nein. Dann weiß ich ja echt nicht, was ich machen soll. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mit dem Hebel, den ich gekriegt habe, hier wieder raus, oder? Hä, nee. Hä, wozu brauche ich denn einen Hebel? Ich glaube, ich hier ist eine Kiste. Okay. Soll ich den einfach mal aufheben? Den Hebel. Ich habe Goldnuggets gefunden in meinem Raum. Okay, warte, ich gehe jetzt in was? Ich gehe jetzt in Eisschlitten. Schlittern gehe ich rein. Das klingt interessant. Was muss ich hier machen? Irgendwie im Eisschlittern, ne? Hä? Was kann man denn mit einem Wizard-Schädel und einem Zombie-Schädel und einem Creeper-Kopf und einem normalen Kopf und einem Skelett-Schädel machen? Außer aufsetzen. Ich verstehe das hier gerade mal überhaupt Hä, nicht. Soll ich die werfen oder was soll ich damit machen? Ey, warte mal, ich verstehe das hier gerade nicht. Ich kann in dem Raum craften. Es ist eine Kiste hier. Mit 4 Angeln, 8 Stück Stein, 4 Kohle und 5 Goldnuggets. Darf ich craften und hinter einem Eisblock ist eine Truhe, wo wahrscheinlich der Hebel drin ist. Was muss ich denn machen? Soll ich die Köpfe hier werfen oder was? Soll ich die aufziehen? Können Items Truhen öffnen oder irgendwie sowas? Druckplatten betätigen. Darf ich das kaputt machen oder? Ja, aber wo muss ich das denn hinwerfen hier, Mann? Soll ich mit den Köpfen jetzt hier ernsthaft werfen? Alter, ich werde hier wahnsinnig. Darf ich den Eisblock hier kaputt machen oder was muss ich hier machen? Nein. Ach, Mike, ich komm gleich mal zu dir. Das interessiert mich. Aber ich weiß trotzdem nicht, was ich hier machen soll. Ach, komm, ich komm mal zu dir. Ich komme jetzt hier gerade eh nicht weiter. Ah, hier ist doch eine Truhe. Ich hätte einfach nur einen Hebel finden müssen, glaube ich. Ich glaube, ihr müsst alle einen Hebel finden. Ich habe jetzt mittlerweile schon ich zwei Ich weiß, Hebel. Aber der Hebel Wo ist bist denn du drinne? In Wo bist dem du Angel, drinne? Angel-Action. 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 Okay, ich komme rein. Ey, töte mich nicht. Hier, da, guck, in diesem Raum ist es dir erlaubt zu craften. Da unten in der Kiste waren 5 Goldnuggets, die habe ich aber schon. Nur guck, hier in dieser Kiste, da waren nur 4 Angeln drin, 8 Stück Stein und... Fuck, da muss ich hier weiterlaufen. Mann. Ich bin mir ja, toll, nicht... da war jetzt der Hebel drin. Ja, aber ich schnalle jetzt nicht, ob ich das jetzt kaputt machen durfte oder nicht. Ich glaub's ja nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Hä, oh, was egal. Hast du? Was lag denn hier in der Kiste drin, in der Anfangs- Ja, die 4 Angeln, 8 Stück Stein und 4 Kohle. Ach, ich weiß, was du hättest machen dürfen. Was denn? Du hättest dir irgendwie. Du hättest aus den 8 Steinen hättest du einen Ofen machen sollen. In der daneben stehen. Nee, das geht doch gar nicht. Dann hättest du die Kohle da reinlegen sollen, hättest du das Eis auftauen müssen. Hier, ich habe auf jeden Fall den Hebel. Ist jetzt auch egal. Luca, wie sieht's bei dir aus? Wo bist du drinne? Du bist bei Redstone Run, oder? Ja. Dann gehen wir jetzt alle Durchgang zum nächsten Raum, klingt gut, oder? Ja, Papa, haben wir schon alles, oder was?
Also ich habe zwei. Ich habe die Hebel aus meinen Räumen geholt. Ich habe auch den Hebel aus meinem Raum. Ich habe den Hebel aus meinem Raum auch. Okay, jetzt müsste Mike jetzt den Hebel dahin. So, scheiße, warte. Ich hole den mal kurz. Wie denn, du holst den mal kurz? Ich bin mal kurz gestorben. Jetzt sag nicht, du hast den in der Kiste liegen gelassen. Nein, habe ich nicht. Sondern... Wo muss ich jetzt hin? Hier, in den nächsten Raum. Da, Durchgang zum nächsten Raum. Was musstest du eigentlich bei dir machen, Luca? Ich musste so ein Kack-Redstone-Rätsel lösen. Da musste die nächste Tür ist offen. Merken. Die Tür ist auch offen. Okay. Und wir haben es geschafft, glaube ich. Ich hab gar keine Rüstung. Jo. Man darf Schwamm auch kaputt machen. Ja, darf das man. Das ist doch kein Schwamm. Das ist kein Schwamm. Das ist irgendwas das anderes. Ender-Dings. Nee, das ist Enderstone. Schwamm sieht aber... Schwamm würde ich erkennen. Warte, ich leg meine Nuggets schlafen, dazu. Schlafen. Warte, ich habe auch noch Gold. So, egal, leg das danach rein. Okay, so, gut, einfach aufstehen, so dass es auch nicht Tag wird. Okay, wie sieht denn das, Alter? Nein. Ey, zieh dir das rein, was ich hier kann. Hui. Junge, was machst du denn? Du behindert, ich war schon voll weit. Kann ich euch damit treffen? Und Schaden zufügen? Nein, ne? Nein, ich sammle die ganze Zeit auf. Und irgendwas habe ich aber Schaden bekommen. Aber nicht von mir. Was habe ich denn so dabei? Ich habe sogar noch Skelettschädel dabei. Warte mal, könnte ich aufziehen? Das ist keine Cheaterei, was ich hier mache. Was machst denn du? Bist du im Kreativmodus oder was? Nein, er hat einfach nur die goldenen Äpfel. Ach, Luca. Lass es doch einfach. Finde ich gerade... Mike, das ist richtig gay, was... Ich finde, diesen Raum könnten wir mal wieder ernsthaft betreiben. Ey, das ist doch so... Luca, bist du gerade durch mich durchgesprungen? Alter, wie kam man da an die Leiter? Bitte. Ich muss jetzt warten, bis ich fertig gebrannt habe. Mann, es ist so, als würde mich was schlagen. Aber ich habe definitiv... Ja, schon, ne? Die Lava zieht dich an. Wieso das denn? Ist die behindert? Ja. Alter. Ja, ich brenne. Ja, ich bin in Lava gefallen. Ich bin ja so glücklich. Ja. Oh, dieses Bett hier stört mich. Oh, scheiße. Jetzt habe ich meinen Spawn. Ernsthaft kaputt gemacht. Jetzt habe ich meinen Spawn. Das ist richtig gay. Da habe ich meinen Spawn zerstört. Ja, nein. Ey, ich war schon an der Leiter, aber... Alter, ich fall da auch die ganze Zeit runter. Ah, super, jetzt wurde ich von dir ich glaube, du hast mich angezündet. Alter, hä? Man ist an der Leiter. Kann man jemanden anzünden? Weiß ich nicht. Nein, kann man gar nicht. Nein, glaube ich nicht. Ich geh gerade in Mike drinne. Hä, aber ich werd so richtig fett angezogen. Och, ich auch irgendwie. Keine Ahnung, ich bin an der Leiter schon dran, aber ich werde irgendwie trotzdem runtergezogen. Ich weiß auch nicht. Alter, ja, das geht gar nicht. Entweder weil ich brenne... Mike, nein, bei mir geht stopfen. Das ja auch nicht. Das ist überhaupt nicht machbar. Alter, ich muss mir jetzt hier mal... Ich krieg sogar Schaden sterben. Ich hab sogar Schaden auf dem ersten Sprung gekriegt, das ist voll unlogisch. Das geht gar nicht, man rutscht sofort ab. Okay. Ja! Nein! Ich musste gerade mal sterben, weil sonst habe ich die ganze Zeit die Wirkung des goldenen Apfels. Das geht einfach nicht. Ja, Feuerresistenz. Der vielleicht ein Block zu... oder ja nee, ich hing schon wieder dran. Wir sind einfach so dumm für diese Map, das ist alles. Nein, wir hängen doch immer wieder dran, man hört schon das Geräusch und auf einmal macht's flupp und du sitzt in dieser Lava fest. Ey, ich werde schon vorher runtergezogen, das nervt einfach. Was soll ich machen, Server neu starten? Nein, das ist ja so, die Lava zieht ja einen an. Ich wusste ja ich habe noch nie was davon gehört, dass Lava einen anzieht. Soll. Also dich ausziehen oder was? Hahaha, Schenkelklopfer, ne? Desto später... Nein, wir sterben hier nicht oft in Lava, nein. Nein, also, wir tun nur so. Desto später die Nacht wird, desto aggressiver werde ich. Ich habe gerade ernsthaft überlegt, so zum Aggressionsabbau meine Maus anzulecken, aber ich habe es dann doch gelassen. Ich würde hier so gern gerade mal einfach nur einmal Wasser auskippen. Jetzt mache ich das in einem Run. Nein, ich war schon dran. Ich habe gerade meine Maus weggeworfen. Alter, ich hing schon wieder dran. Du hast sie durch den Raum geworfen. Nein, eigentlich nur von meinem Tisch runter. I got a girl, she lives on the hill. Ey, ich werde schon... Oh Mann, ey. Alter, wenn das hier noch 15 Minuten dauert, dann werde ich so aggressiv, dass ich eine Singleplayer-Welt aufmache und Zombies schlachte. Okay, wie wär's damit? Wir sehen ein, dass es nicht geht und überfliegen. Das ist ja richtig schwierig. Ey,
Komm, wir geben uns noch 5 Minuten. Wenn wir es dann noch nicht mal an die Leiter geschafft haben. Dann gibt's aufs Maul für die Map. Ich hab jetzt keinen Bock, da die ganze Zeit zu verbrennen. So. Reicht, so. Ich mache mir jetzt einfach mal, das ist jetzt ein bisschen Cheaterei, aber... Okay, gut. Ich bin dafür, dass wir den hier machen. Luca, siehst du mich? Weiterkommen. Siehst du mich? Seh dich, ja. Scheiß auf die Welt. So. Auf die Welt. So, wie ja, jetzt schafft Luca das. Hä? Ja, ich hab's Julian echt modifiziert. Ja. Julian hat eine Diamantrüstung an. Das sieht so geil aus. Julian will überleben. Hä, ich habe hier gerade Feuerschutz 10 mit reingecheatet, das geht aber überhaupt nicht. Du musst es beim Amboss machen. Nein, das kannst du in... Hey! Too many, ich bin auf dem Block in Too Many Items gibt es die Option, dass du da Feuerschutz reinmachst. Leute, ich bin also genau über euch. Ich alles reincraften, genau kannst es dann machen, aber es geht einfach nicht. Ich bin genau über euch gerade, ne? Julian, ich bin genau über dir. Guck mal, über dich. Ey, jetzt werde ich nicht mehr angezogen. Guck mal, über dich. Obwohl, ihr habt eine Leiter mehr hingesetzt, ne? Ja, hatte. Ey, kein Joke, dadurch durch die Rüstung, entweder fühle ich mich einfach nur besser oder es ist nein, geiler. Das ist wegen der Leiter. Luca schafft das auch immer ohne jetzt. Teleportiert euch einfach zu mir. Wozu denn? Ist ja auch ein bisschen cheaten. Nein, wir wollen jetzt schon das. Ich will das jetzt schon eigentlich schaffen. Muss ich warten. Julian. Juhu. Nein. Lol. Ein Block Entfernung, Julian. Ja gut, das ist halt Julian-Style. Wuppa, Julian-Style. Like Julian. Wir müssen mal in der Schule mit der ganzen Klasse müssen wir mal so ein Harlem-Shake-Video drehen. Da fällt mir noch eine Lehrerin ein, die wir da schon mal einbinden können. Und ich glaube, wir es alle ist wissen... Englisch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir alle wissen, von wem ich rede. Deutsch? Genau! Okay. Weil wir jetzt so viele Deutschlehrerinnen haben. Ich habe es geschafft. Ich versuche es jetzt zuerst, okay? Geh mal ein bisschen zur Seite. Kurze Frage, wo geht denn das hier weiter? Da vorne. Ach komm, Mike, das ist nicht mehr so schwierig. Wir springen einfach beide. Junge, ich kann jetzt nicht nach rechts gehen, ich bin behindert. Weiter geht nicht. Nein, ey, das ist schon wieder so eine Unmöglichkeit für sich, Ich esse jetzt ein Pompom. Ja, ich bin drüben. Marker, jetzt bleibst du da stehen, du Fatzenkopf. Okay, nein, spring unter den Lava. Julia. Komm her. Au. Weißt du, was passiert ist? Weißt du, was teilweise passiert? Ich glaube eher, dass wir... Es springen doch manchmal so Bälle aus der Lava raus, ne? Ja. Ich glaube, dass wir teilweise von denen erwischt werden. Nein, das geht nicht. Die können nur andere Sachen in der Umgebung anzünden, wie Hot. Bist du dir sicher? Ja, sicher sogar. Glaube ich. Kennst du die neuen Sachen vom Update? Weißt du, ob da das irgendwie was dazugekommen sein könnte? Keine Ahnung. Ich lese mir noch nicht jeden Tag durch, was in den neuen Updates drin ist. Kommt kannst einer von euch noch nicht hier hoch? Gibt's das überhaupt? Steht das überhaupt irgendwo? Ich glaub, man bei kann das schon auf irgendeiner. Vielleicht kann man das auf irgendeiner Website nachlesen. Ja. Bestimmt. Jetzt ja, ist er runtergefallen. Jetzt reicht's, Mike. Jetzt okay, reicht's. Mike, du darfst weitergehen, glaube ich. Ich möchte das hier fair machen. Ich will das hier komplett fair schaffen. Na so, gut. Leck mich daran nissen. Ja, Mai, leck mich mal um Arme. Ja, okay, Mai, leck mich mal um Arsch. Ja, das ist hier Luca. Also mit dieser neuen Leiter, ey, wir verändern mehr an der... Wir verändern mehr an dieser ganzen Map als alles andere. Komm zu mir. Autsch! Ich bin da, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade von so einem Dingsi da getroffen wurde. Luca, springst du oder soll ich? Bin schon gesprungen. Hast du dich hinteleportiert? Mike? Was? Ui. Hast du dich hintepet? Nein. Wir jumpen da immer so schnell hoch. Oh Mike, fall da runter. Heute nicht. Ja, ich bin drüben. Ey, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von so einer Kugel getroffen werde. Leute, ich bin drüben. Hinter bleib dieser da Wand. Stehen, ich will's probieren. Wenn ihr das hier seht und wisst es, fragt mich, ob man von so einer Kugel getroffen werden kann. Ja, ich bin auch. Soll ich oder du? Go Mike. Du hast Scheiße, jetzt geschafft, ich bleib hier stehen und... Ja! Stell den Pedi zu mir. Schnell. Was? Tot. Bitte. Ja. Okay, wenigstens Luca kann überleben. Go. Geh sterben. Hallo, Mike. Ja, geh runter. Geh sterben. Mann. Julian hat auch aufgegeben. Pedi zu mir. Find's einfach nicht.
Ich find's einfach ja, cool. Nur sehr gay. In welche Richtung geht das denn?